Also lebendig zu sein gehört dazu. Und an den Früchten, sagt Jesus, sollt ihr sie erkennen, ja, also am Tun. Im Kopf kann ja viel abgehen und man kann auch vieles intelligent erfassen, vielleicht aus dem Wort Gottes. Ja? Aber die Frage ist, ob man das irgendwie auch, ob das Frucht bringt in dem Leben, ob sich das niederschlägt im Leben. Und deswegen finde ich das so wichtig, auch dieses Kapitel und vor allem das nächste Kapitel auch. Und deswegen liegt mir das auch so sehr am Herzen, dieses Gesetz des Geistes. Und im Neuen Testament steht nirgendwo, dass wir das Gesetz halten sollen, das Gesetz des Mose. Und Jesus hat gesagt einmal, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und dann schreiben im Internet viele, ja, da steht doch, dass wir die Gebote halten sollen. Ja? Also Sabbat und Fasten und all diese Sachen. Ja, ja, sage ich, da muss man aber auch genau lesen. Da sagt ja Jesus, wer mich liebt, hält meine Gebote. Er sagt nicht, wer mich liebt, hält die Gebote des Mose. Ja? Und man darf auch nicht vergessen, hier spricht der hohe Priester, der neue hohe Priester spricht hier. Und deswegen ist es eigentlich auch ganz klar, dass nirgendwo im Neuen Testament steht, dass wir die Gesetze eines veralteten Priestertums halten sollten. Weil das Priestertum hat ja gewechselt. Und das wussten auch alle Apostel damals. Ja? Die wussten, Jesus ist der neue hohe Priester und das Priestertum von Aaron und von Levi ist vorbei. Wie könnten sie denn überhaupt nur auf den Gedanken dann kommen, dass die Gläubigen wieder die Gesetze vom Sinai halten sollten? Ja? Das ist vollkommen abwegig. Es muss also ein neues Gesetz geben. Weil das Priestertum ja neu ist. Und dieses neue Gesetz ist das Gesetz des Geistes. Ja? Oder das Gesetz Christi. Oder das Gesetz der Freiheit, sagt Jakobus. Ja? Wir können das vielleicht auch kurz mal aufschlagen. Wer eine Bibel dabei hat, im Römerbrief. In Römer 8, Vers 2, da schreibt der Paulus, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also er nennt das Gesetz des Mose das Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt stellt euch vor, das hätte ein Pharisäer gehört. Die Pharisäer machen das Gesetz den Leuten lieb. Die sagen, wie schön das ist und wie weise das ist und wie gut das ist, dem Gesetz auch zu folgen und sich darunter auch zu begeben. Ja? Aber wenn man das wirklich tut, dann merkt man, dass die Seele total ausdörrt dabei und dass man sieht, dass man das Gesetz nicht halten kann. Und weil wir das Gesetz übertreten, dass man sieht, dass das Gesetz den Tod bringt. Denn das Gesetz zeugt ja von der Sünde und überführt von der Sünde, aber das Gesetz bringt keine Hilfe. Also wir sind alleingestellt, wenn wir mit dem Gesetz unterwegs sind. Das Gesetz können nur wir selber oder sollen wir selber erfüllen. Da tut Christus nichts für uns. Wenn wir im Gesetz sind, sind wir allein. Mit dem Gesetz vor Gott, ohne Hilfe. Wir müssen aus eigener Anstrengung das alles schaffen, was da gefordert ist. Und bei den Christen wird noch vieles obendrauf gedoppelt, was man noch dazu obendrauf legt. Manches auch unausgesprochene Dinge, ja, die so unterschwellig dann auch sind. Ja, und Paulus wäre der Erste gewesen, der unter so einer gesetzlichen Predigt aufgeschrien hätte. Ja, und hätte gesagt, ich will ja nach Gottes Gesetz leben, ich will mich ja nicht gelüsten lassen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz Gottes widerstreitet und nimmt mich gefangen und tötet mich. Also ist es ein Gesetz des Todes. Ja, und das schreibt er hier, das Gesetz des Geistes hat ihn frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz zeigt die Sünde und wirkt den Tod. Und das Gesetz Christi, das macht frei. Ja? Denn wo der Geist Gottes ist, heute Morgen in der Gebetsstunde hat einer zitiert, ich glaube der Stefan, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Ja? Diese Freiheit in der Gebundenheit an Christus, frei zu sein, den Juden ein Jude zu sein, den Griechen ein Grieche zu sein, den Deutschen ein Deutscher, ja, und den Schweizern ein Schweizer und ja, den Arbeitskollegen ein Arbeitskollege zu sein und der Ehefrau ein Ehemann zu sein, ja, frei zu sein, in der Gebundenheit an Jesus. Ja. Und das ist das, was der Paulus sagt, wir sollen nicht das Gesetz tun, sondern wir sollen etwas sein. Ja. Und wenn wir in Christus sind, dann halten wir das Gesetz des Geistes. Und das ist das, was er hier im Römerbrief schreibt. Und später auch nochmal im Galaterbrief, das sehen wir auch nachher nochmal, auch hier in Galater 6, da schreibt Paulus, Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also jetzt haben wir schon das Gesetz des Geistes und das Gesetz Christi. Und wir haben gar nicht mehr das Gesetz des Mose. Ja? Wir haben auch nicht die 10 Gebote. Aber wer im Gesetz Christi ist oder wer im Gesetz des Geistes ist, der hält auch nebenbei auch sicher alle 10 Gebote. Der ehrt auch Vater und Mutter. Der lebt so, wie das Gesetz eigentlich will, so als Nebenwirkung. Ja? Aber in Christus zu sein und im Gesetz des Geistes zu sein, ist viel mehr als nur das, was das Gesetz von uns fordert. Aber es ist es in Wesenheit. Und der Geist macht uns das auch leicht, das zu halten. Ja? Der dritte Begriff, den es da so gibt, im Unterschied zum Gesetz des Mose, das ist das Gesetz der Freiheit. Das steht im Jakobusbrief. Und da schreibt der Jakobus 1, Vers 25, wer aber durchschaut, also Diagnosis, ja, Diagnose, wer dahin durchschaut, wer an den Pastoren vorbeigekommen ist, wer am Gesetz vorbeigekommen ist, wer an seinem eigenen Unwesen vorbeigekommen ist, der findet in dieses Gesetz der Freiheit, ja. Jakobus 1, Vers 25, wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Der wird glückselig. Aber wenn man das hört, das Gesetz der Freiheit, dann ist es ja ein Widerspruch. Ja? Gesetz ist nicht frei. Gesetz ist Gesetz und frei ist frei. Ja, aber diese Freiheit in der Gebundenheit an Christus und dieses neutestamentliche, in Anführungsstrichen, Gesetz ist kein Gesetz, was zwängt, sondern ist einfach die Wahrheit, die in Christus gilt. Er ist gestorben und die ganze Schöpfung ist mit ihm mitgestorben, also auch wir. Ja? Und wir dürfen mit ihm Auferstandene sein und unser ganzer alter Mensch ist mit Christus juristisch abgetan. Und jetzt warten wir. Wir warten darauf, dass das vollendet wird und leben in einem geistlichen Sabbat. Ja? Wir stehen auf der Weide und grasen und bringen Frucht. Ja? Wir machen unsere Arbeit, da wo Gott uns hinstellt, sind wir Zeugnis fürs Evangelium und wir warten darauf, dass unser Herr wiederkommt oder dass wir zu ihm abberufen werden. Ja? Und solange sind wir einfach Leute Jesu auf der Erde. Und dürfen uns freuen über das Evangelium, was es uns gibt. Und haben eigentlich auf alles, alle Fragen der Welt haben wir Antwort bekommen. Und die Antwort ist Jesus. Ja? Und dann wirbt Paulus bei den Galatern darum, weil deren Herz noch so kalt ist, weil die noch so alles so genau wissen, ja? Weil die noch wissen, wie das Gesetz umgesetzt werden soll und wie man sich beschneiden lässt und von wem man sich beschneiden lässt und was das auch kostet, ja? Und wie viel man da bezahlt und wie viel, was man sonst noch irgendwo an Zehnten abgeben muss und wie man sich im Haus Gottes vernünftig verhält. Und diese ganzen Regeln, die da aufgesetzt werden, das kennen die. Und das ist so kalt und so kühl. Ja? Und so ich habe, glaube ich, gestern gesagt, so diese eisgekühlte Bescheidwisserei, dass man weiß, wie es richtig ist. Also jedenfalls beim anderen. Bei mir ist es ja eine Ausnahme. Ja? Bei dem anderen weiß ich schon, aber ich lebe ja unter der Gnade. Und diese Konkurrenz, die dann da entsteht untereinander, ja. Und dann sagt er, wenn ihr euch schon beißt und fresst, dann passt auf, dass er euch zum Schluss nicht komplett aufesst. Ja? Da ist diese, man weiß das alles, man kennt das Gesetz, man kennt die Vorschrift, man kennt die Gottesdienstordnungen, man kennt die klassischen theologischen Richtungen und Auslegungen, man kennt auch die Vokabeln. Also ich war früher oft in Brüdergemeinden, da gibt es so ein ganz bestimmtes Vokabular, was man da benutzen muss. Dann wird man als mit Stallgeruch identifiziert und dann sagt er, du bist einer von uns, ja. Das war am Anfang nicht so. Als ich zum Glauben gekommen bin, war ich im Siegerland in der Gemeinde und wir hatten Gottesdienst. Ich hatte eine schwarz-weiß längs gestreifte Hose an und einen selbst gestrickten Pullover von meiner Freundin und einen Tabak in der Tasche. Ja? Hier Tabak und hier mein Feuerzeug. Ja? So bin ich in Gottesdienst gegangen. Und ich war total begeistert von dem, was ich da gehört habe. Also absolut, ja. Und ich sitze so da und Ellbogen auf die Knie und lausche ganz gespannt diesem Mann, der vorne in der Kanzel sitzt und predigt, ja. Und er spricht halt vom Evangelium und ist so 1,50 Meter höher als ich so und spricht so vom Evangelium und sagt, da kommt es auch drauf an, wie man sich verhält und wie man sich kleidet. Und ich habe gedacht, okay, meint er mich, ja? Das war einer meiner ersten Gottesdienste, ich weiß es heute noch, ja? Seitdem ziehe ich mich auch anders an, ja? Also, dass das nicht wieder passiert auch, ja? Aber dann gab es Abendmahl.
Und dann kam der Abendmahl, also erst kam das Brot, ja, kam rund, und danach kommt ja dann der Kelch, ja. So, und das Abendmahl kam immer näher und immer näher, und ich gucke so aus der Seite schon, wie weit ist es denn noch, ja. Und schwupps war es auf der anderen Seite. Wow, sage ich, wie ist das passiert? Ich war ja neu in der Gemeinde, die wussten nicht, wer ich war, ja. Also deswegen haben sie mir das Abendmahl auch nicht gegeben, aber ich war echt gespannt, also noch fünf, noch vier, noch drei, noch jetzt gleich, wups, ja. Ja, habe ich gesagt, also wenn der Kelch kommt, werde ich besser aufpassen. Ja? 5, 4, 3, 2, hintenrum geht's. Okay, ja. Es war eingespielt, ja. Bitte? Ja, genau. Der Schwupp war weg, ja. Ja? Gut, ich will da nicht spotten drüber, aber ich fand das interessant. Ja, das war so ein eingespieltes Team, der war jetzt neu in der Gemeinde, der hatte kein Empfehlungsschreiben mitgebracht. Das sind so die Vokabeln, die man hat, ja. Ich habe auch schon ein Empfehlungsschreiben ausgestellt. Ich habe auch schon mir ein Empfehlungsschreiben ausstellen lassen, ja, und habe darum gebeten, warum soll man das nicht tun, wenn man im Urlaub ist und geht in eine Gemeinde, dass man sagt, guck mal, ich bin Christ, die Geschwister haben das geschrieben, ich darf bei euch am Abendmahl teilnehmen. Warum denn nicht, ja? Und ich habe den auch damals nicht übel genommen, weil die wussten ja auch nicht, wer ich bin, ja? Und dann habe ich gesagt, gut, das ist ihr Glaube, und das ist ja auch eigentlich nicht richtig, jemandem das Abendmahl auszuteilen, der nicht gläubig ist, ja? Und dann ist es halt so. Also ich war da auch relativ auch entspannt. Ja? Ich sage, ich bin ja abhängig von Jesus und nicht jetzt von den Brüdern und Schwestern. Aber ich fand es einfach drollig, ja, wie das so funktioniert. Ja. Und so schleift sich halt dies und das ein. Aber bei dem allen, was ja auch sein soll, auch an Gemeindestruktur und Gemeindeordnung, was eine Gemeinde auch braucht, ja, ist doch auch einfach wichtig, dass man, wie soll ich das denn, dass man Mensch bleibt. Ist das falsch, dass man Christ bleibt? Wie soll ich das sagen? Ja, ja. Dass das Herz irgendwo am rechten Fleck bleibt. Und das war bei den Galatern, war das verrutscht. Es gibt eine relativ große russlanddeutsche Gemeinde, und der Älteste dort von der russlanddeutschen Gemeinde, die hatten einen Sterbefall. Und jetzt sollte dieser Sterbefall, der sollte halt beerdigt werden auf dem Friedhof. Und der Friedhof, der ist halt, gehört der evangelischen Kirche. Und dann hat der Älteste dort beim Pfarrer gefragt, ob sie dort beerdigen dürfen. Und der Pfarrer hat das abgelehnt. Der hat gesagt, ihr seid nicht Mitglieder in der Kirche. Er darf das, ja. Und deswegen müsst ihr woanders beerdigen. Jetzt hatte der Älteste ein echtes Problem. Dann hat er den angerufen und hat zu ihm gesagt, Herr Pfarrer, wenn wir schon nicht auf der theologischen Linie zusammenfinden, finden wir denn vielleicht als Mensch zusammen? Wow, also sage ich, was für ein Wort, ja. Und das hat den Pfarrer auch dahin geschmolzen, und dann hat er es auch erlaubt, ja. Finden wir als Mensch denn zusammen, ja? Finden wir als Christenmensch zusammen? Vielleicht bei allen theologischen Unterschieden, die man irgendwie hat, kann das sein, dass man mal ein großes Herz irgendwie hat, ja. Und das ist ja irgendwie auch was Schönes. Schaut euch mal das große Herz Gottes an. Ja? Ich war gerade vorne an der Rezeption, da sagte Elisabeth, ach weißt du, wir haben hier so viele Kreise, und da kommen Baptisten und da kommen Pfingstler und da kommen alle anderen, weißt du, und da haben wir ein weites Herz, und ich freue mich auch, dass das so weit ist hier. Ja? Das Haus ist offen für alle und einladend. Ja? Und das ist gut. Ja? Und je mehr ich weiß, was ich glaube, je sicherer ich in meinem Glauben bin, desto mehr kann ich auch aushalten, wenn jemand anders geprägt ist, ja, eine andere Herangehensweise hat an den Glauben oder eine andere Sichtweise hat. Ja. Dazu muss ich selber aber irgendwie auch fest sein im Glauben. Und je mehr ich das dann bin, desto freier und verständnisvoller kann man auch mit jemand anderem sein. Ja. Umgekehrt, wenn ich unsicher bin mit meinem Glauben, wenn man unsicher ist im Glauben, dann wird man schnell zu so einem Angstbeißer. Ja, so, als um das so ganz verknappt zu sagen. Ja? Und dann beißt man überall rein, sagt, das ist alles falsch, und man traut, weil man selber nicht fest ist in dem, was man glaubt. Ja? Deswegen finde ich es so wichtig, dass man die Bibel auch liest und ein bisschen auch genauer liest und in Zusammenhang stellt. Dann, ja? Jetzt Galater 6. Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, also nicht jemand, der in Sünde lebt und wandelt und schwelgt, sondern jemand, der von einem Fehler übereilt wird, der fällt, der in Sünde, das gibt's ja auch, ja? So hilft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, nicht von oben herab. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Und jetzt kommt einer meiner liebsten und wichtigsten Verse in der Bibel, ja? Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So einfach ist schon das Gesetz Christi. Warum? Er hat unsere Last getragen, wir tragen gegenseitig unsere Lasten. Das, was Jesus getan hat mit uns, das tun wir auch mit den Menschen.
Und die ganze Bibel ist so aufgebaut im Neuen Testament und alle Paulusbriefe fußen auf dem Grundsatz eigentlich. Wenn Paulus von der Ehe schreibt, dann sagt er, die Männer sollen ihre Frau so lieb haben wie ihre eigenen Leiber. Wie kommt der Mann da drauf? Naja, weil die Gemeinde Christi Leib ist. Und so wie der Mann ein Bild ist auf Christus, so ist die Frau ein Bild auf die Gemeinde. Ja? Und so wie Christus sein Eigenfleisch liebt und nährt und pflegt, ja? So soll auch der Mann seine Frau lieben und nähren und pflegen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, das ist doch Blödsinn. Ein Mann liebt doch, wenn er seine Frau liebt, liebt doch nicht seinen eigenen Leib. Ja? Wenn ein Mann seine Frau liebt, liebt er seine Frau. Und wenn ein Mann seinen Leib liebt, liebt er seinen Leib. Aber das hat doch eigentlich nichts mit, ich habe das nicht verstanden. Bis ich verstanden habe, dass Christus und die Gemeinde ein Leib sind. Jesaja 7, ja, er das Haupt, es ist eins, ja, Paulus Gedanken. Und wenn man Paulus nach der Ehe gefragt hat, dann hat er gesagt, na, die Männer sollen ihre Frauen so lieben wie Christus die Gemeinde. Denn ein Mann, wenn er seine Frau liebt, liebt er seinen eigenen Leib. Das Geheimnis ist groß, sagt er, da ist ein großes Geheimnis hinter. Dass nämlich Christus und die Gemeinde eins sind, weil es ein Geist ist. Ja, Adam, das ist ja Bein von meinem Bein, Eva. Christus, das ist ja Geist von meinem Geist. Das ist eins. Ja? Das ist eins. Und so lesen wir das Alte Testament. Ja? Und wenn er von den Frauen spricht, dann sagt er, die Frauen sollen halt untertan sein ihren Männern. Sorry, das muss ich jetzt der Vollständigkeit halber auch sagen. Ja? Sonst kriege ich Ärger mit den Männern. Ja? Die Frauen sollen den Männern untertan sein und gehorsam sein. Nicht unterwürfig, ja? Sondern untergeordnet. Warum? Naja, weil die Gemeinde Christus untergeordnet ist. Und die Männer müssen als Männer sich ja Christus auch unterordnen. Ja? Das ist ja nicht so, als ob die Männer da willkürlich tun dürften, was sie wollten. Aber Petrus sagt doch mal ganz fein, und da habe ich lange dran rumgemacht, der sagt, dass die Frauen durch den stillen Wandel ihre Männer gewinnen können. Ja, dass die Männer sagen, also meine Frau ist fromm geworden. Am Anfang dachte ich, die ist verrückt geworden. Aber ich glaube, die ist nicht verrückt geworden, sondern die hat Jesus, die wird zum Charakter, die wird so, ja, das ist ein ganz neuer Mensch geworden. Und das ist wirklich was ganz Feines und das macht eine Ehe auch wertvoll, ja. Obwohl die Frau, muss ich sagen, das ist schwer, ich rede jetzt mal im Laborfall, wenn ein Ehepaar da ist und der Mann ist nicht klug und die Frau muss sich dem unterordnen, das ist schon schwierig. Das stelle ich mir schwierig vor. Aber Frauen brauchen da nicht dumm zu sein, die können ja klug sein beim Unterordnen. Und wenn man sich klug unterordnet, dann kann man das gut leben. Ja? Wir hatten einen Pastor in der Nähe bei uns. Ihr kennt den ja nicht. Ja? Der war nicht so sehr klug. Aber seine Frau war klug. Und da hat er von profitiert und die Gemeinde. Das war mal klug. Ja? Die hat ganz fein gewusst, die Schwächen von ihm auszugleichen, ohne dass das immer auffiel. Ja? Die hat überall so ein bisschen die Augen da gehabt. Die saß immer hinten in der Gemeinde. Und er hat vorne gepredigt. Warum saß die hinten? Wenn du hinten sitzt, erstens mal hast du den Rücken frei. Das ist schon mal wichtig. Ja? Zweitens mal hast du alle im Blick. Du siehst alles, was vorne läuft. Ja? Siehst du. Und du siehst immer noch deinen Mann und du kennst den ja. Und du weißt, was da abgeht in seinem Gesicht. Du kannst es ja lesen. Du bist ja verheiratet mit ihm. Ja? Das heißt, hinten sitzen ist gar nicht so schlecht in der Gemeinde. Ich sitze immer gerne hinten. Ja? Und ich muss eigentlich nichts sehen, ich muss hören. Ja? Aber die hat hinten gesessen und die hat die ganze Gemeindearbeit und die Art und Weise, wie sie mit ihrem Mann umgegangen ist. Und das war so, die war klug, war die im Hintergrund und die ganze Gemeinde hat profitiert davon. Also unterordnen heißt ja nicht für Frauen auch dumm zu sein. Ja? Und auf der anderen Seite sagt Paulus, in Christus ist zwischen Mann und Frau ohnehin kein Unterschied. Warum? Naja, weil Christus und die Gemeinde eins ist. Ja? Wir werden ja, wenn man das jetzt mal so den Gedanken vielleicht beendet und mal kurz einen neuen anfängt und sagt, wir werden ja teilhaftig der göttlichen Natur. Christus ist Gott. Wir werden ein Teil Christi sein. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Paulus sagt, das sind die allergrößten Verheißungen, die auf uns warten. Die Bibel ist da sehr zurückhaltend. Das wird zum Schluss Gott offenbaren, was aus uns wird. Ja? Aber das hat angefangen in uns und der Berufung sollen wir halt auch gerecht werden mit unserem alltäglichen Leben. Ja? Also einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir tun das, was Jesus getan hat. Das würde ja heißen, die Gemeinde, das sind lauter kleine Christi. Ja, dann wäre ja Christus in der Gemeinde noch auf der Erde, würde ja noch wandeln hier. Ja, ich glaube, in der Ewigkeit wird das so sein. Da werden Arbeitskollegen sagen, ich habe die ganze Zeit mit dem geschafft, an derselben Maschine. Und das war Christus.
Ja? Vielleicht ein kleiner Christus, ja? Aber es war einer. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Also nicht mehr, und deswegen wird das Gesetz im Neuen Testament auch nirgendwo mehr verlangt, das Gesetz des Mose. Und mir tut es so ein bisschen leid, wenn ich im Internet immer wieder auch sehe, da gibt es also MCM und diese Kanäle, die immer wieder dann auch versuchen, dieses Gesetz des Mose anzupreisen und zum Halten zu empfehlen. Ja, und wenn es dann nur die 10 Gebote sind oder manche Speise- oder Sabbatgebote, ja, da sagt der Paulus, das ist alles irdisch, das ist vorbei. Unser Sabbat ist Christus, ja. So sich aber jemand lässt dünken, er sei etwas, wenn er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Also hier geht es um Aufgeblasenheit, ja, und um Arroganz. Wir haben einen Freund, der ist Winzer in Neustadt an der Weinstraße und der sagt, ah ja, die Brüder, die sind manchmal so wie Luftballon, so Heißluftballon. Ja, da gehe die auf und da schwebe die hoch und da muss schon mal neistupfen, da kommt heiße Luft raus. Ja. Ja. Also das ist aber, glaube ich, auch eine ganz große Gefahr, ja, dass man sich etwas dünkt, dass man sagt, man weiß etwas. Oder Paulus sagt ja mal, wer glaubt, er wisse etwas, der weiß noch nicht, wie man wissen soll. Ja? Und ein Bruder aus Ostfriesland hat mal gesagt, das, was man erkannt hat im Glauben, das hat man leidentlich erkannt oder nicht. Das muss man essen und runterschlucken, ja, und dann muss man das verdauen. Was man erkannt hat im Glauben, das hat man leidentlich erkannt oder nicht. Und das sagt der Paulus hier auch. Und so Dünkel, ja, der kann ganz schnell entstehen und der ist eigentlich Gift und ist ein Betrug an einem selber, ja. Ein jeglicher aber prüfe sein Eigenwerk und alsdann wird er an sich selber Ruhm haben und nicht an einem anderen. Jeder von uns steht vor Gott. Jeder ist original. Jeder von euch, ihr jeder Einzelne dürft sagen, Herr Jesus, ich habe vielleicht nicht die oder die Gabe, aber ich bin vor dir, ja. Hier bin ich, mach was aus meinem Leben, ich höre, rede zu mir. Ja? Ich bete oft, Herr Jesus, du musst aber auch laut reden, ich kann nicht gut hören. Ja? Und vielleicht 2 oder 3 Mal, ich bin ein Zweifler, ja? Und ich bin nicht gut darin, Dinge zu hören. Und sowas offen zu beten, das ist wichtig. Ja? Aber jeder von uns steht und fällt seinem Herrn und jeder ist original vor Gott. Ja? Wir brauchen uns nicht mit anderen zu vergleichen, da sehen wir immer alt aus. Weil wir uns nämlich vom anderen täuschen. Manchmal glauben wir, überhöhen den anderen dann auch schnell. Ja? Und manchmal ist auch gut, Paulus sagt ja, oder ich glaube Jakobus, bekennt gegenseitig euch auch die Sünden, ja, damit ihr gesund werdet auch und betet auch füreinander. Dass man sieht, der Bruder ist auch nicht perfekt, die Schwester ist auch nicht perfekt, die haben auch Mängel, die brauchen auch Vergebung. Ja? Wir sind eins in Christus, ja? und wir brauchen nicht mehr den. Und wenn ihr vielleicht sagt, Mensch, ich habe das Gefühl, ich bin nicht so viel wert wie der oder der, oder meine Eltern haben mir nie die Anerkennung, oder ich habe eine schwierige Kindheit gehabt oder so, ja? Dann kann man sagen, Herr Jesus, das hört irgendwann alles auf. Ja? Das ist nur Zeit. Und Entschuldigung, ein Bruder von mir sagt, da sitzen wir auf einer Backe ab. Jesus hat für uns etwas Neues, ja? Und wenn ihr vielleicht sagt, meine Seele ist in der Kindheit sehr stark verletzt worden und da leide ich immer noch drüber, dann dürfen wir wissen, das trägst du jetzt vielleicht noch 10, 15 oder 20 Jahre, aber dann nicht mehr. Dann ist das vorbei. Und allein der Ausblick dahin gibt ja schon so ein bisschen Hoffnung, dass man sagt, lass fahren dahin. Es hat keinen Gewinn. Werf's hinter dich. Streck dich nach dem aus, was vor dir ist. Leg das ab, das ist alter Mensch, das ist alte Psyche, das ist alte Seele, das ist eh mit Christus mitgestorben. Ja, und manchmal eitert das noch. Ja? Wir hatten in Aachen einen Bruder, der war Quartalsäufer, sagt man dazu in Deutschland. Der war alle 3 Monate, hat er sich vollkommen zugesoffen. Was ging? Und die eine Zigarettenschachtel nach der anderen geraucht. Und der hat sich geschämt dafür. Ja? Und dann war der wieder 3 Monate picobello, der hat die Handtücher da ausgetauscht in der Gemeinde und hat übergesehen, dass alles sauber war. Und ich vermute, vielleicht war der sogar homosexuell, ich weiß es nicht genau, wir haben darüber nicht gesprochen. Ja, aber der war ein ganz wertvoller Bruder bei uns in der Gemeinde. Aber alle 3 Monate ist der vollkommen zusammengebrochen, hat sich eingeschlossen, zugesoffen. Die auf der Arbeit wussten nicht, wo der war, nach einer Zeit dann natürlich schon. Und es ging so 3, 4 Tage, ist der vollkommen zusammengebrochen. Und dann ist er wieder wie so ein Zirkuspferd. Ist er wieder gelaufen, ja? Und irgendwann wieder total zusammengebrochen. Der hat eine schwierige Kindheit gehabt. Also sein Vater ist im Krieg geblieben und seine Mutter hat dann irgendwann wieder einen neuen Partner gehabt und mit dem neuen Partner hat sie diesen
bekommen. Und dann ist sein Vater wieder zurückgekommen aus dem Krieg. Und die Frau hatte schon 3 Kinder, ja, und jetzt den noch dazu. Und dann ist der neue Partner dann halt aus dem Haushalt wieder raus und der alte Vater wieder zurückgekommen. Und der war immer der Bastard, ja, von so einer Art, solche irrsinnigen Sachen passieren im Krieg, ja, das ist ja auch schlimm, ja. So, und diese Frau, von die Mutter von, die hat den eigentlich sein Leben lang an sich gebunden. Der hat die gebadet, der hat für die gekocht, der hat für die gewaschen, der hat geputzt, der war wie ein Diener für die. Die hat den vollkommen von sich abhängig gemacht. Und seine 3 anderen Brüder haben ein relativ unabhängiges Leben auch geführt. Und dann ist diese Frau irgendwann verstorben und der ist total in ein Loch gefallen. Der hatte gar keine eigene Persönlichkeit. Ja? Seine Persönlichkeit war die seiner Mutter. Und jetzt stirbt die und er ist plötzlich Mutterseelen allein und hat so einen Irrsinn hinter sich. Und dann sage ich immer, du, also wenn mir das passiert wäre, würde ich auch saufen. Das gibt's, ja, das gibt's. Und trotzdem sage ich, hat Jesus dich lieb, ja. Und dass du jetzt alle 3 Monate trinkst, das ist in deinen Augen vielleicht eine schlimme Sache, aber andere Leute sind neidisch und die sind es jeden Tag. Und das sieht man nicht so. Und das ist genauso schlimm, ja. Sag ich, mir macht das nichts aus, dass du trinkst. Also mich stört das nicht, ja. Du bist mir ein lieber Bruder wie alle anderen auch, sag ich. Und du hast vielleicht in deiner Vergangenheit, in deiner Seele etwas drin, was rauseitert jetzt. Das eitert, ja. Das bricht auf und dann kommen da Sachen raus, die gefallen dir nicht, ja. Und trotzdem ist das alter Mensch, das ist, und das wird irgendwann alles aufhören. Das geht alles irgendwann weg. Und da drüber dann zu kommen mit dem Evangelium und zu sagen, ja, das war kein gutes Leben, was ich vielleicht geführt habe, was mir aufgezwungen worden ist, aber Jesus macht das alles neu. Das heißt nicht, dass ich nicht in 3-4 Monaten mich wieder irgendwo zusaufe, so jämmerlich wie es sein mag. Das ist alter Mensch, ja. Aber da leidet jemand drunter. Der schwelgt ja nicht im Alkoholismus, ja. Und deswegen sagt man, da gibt es einen Grund für und da gibt es Vergebung auch dafür, ja. Und vielleicht nimmt Gott auch nicht alles direkt an Mängeln, die man so hat, weil man sonst irgendwann anfängt und sich dünken würde, ja? Ja, dann sagt man, guck mal, ich habe doch auch alles los, mach du doch auch, ja? Sei doch nicht so ein Schwächling, ich bin doch, Jesus hätte das sagen können. Jetzt sündig doch nicht immer, ich sündige doch auch nicht, schaut mich an, ja? Hätte er ja sagen können. Okay, also, ein jeglicher prüfe sein eigenes Werk und alsdann wird er an sich selber Ruhm haben und nicht an einem anderen. Denn ein jeglicher wird seine eigene Last tragen und jeder wird vor Gott selber als Original stehen dürfen. Ja? Der aber unterrichtet wird mit dem Wort, der teile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet. Da geht es um Euro und Geld. Ja? Also wenn man predigt, darf man auch Geld verdienen damit. Ich rede mal so ganz frank und frei. Viele im Internet sagen, oh, du willst da wohl Geld und willst da wohl reich werden. Oder es gibt auch viele reiche Pastoren in Amerika, die haben ja eigene Jets und ich weiß es nicht. Ja, ist natürlich nicht in Ordnung. Aber der Paulus ist da ganz entspannt mit. Und er sagt also, du sollst dem Ochsen, der da richtig das Maul verbinden. Da meint er natürlich, sorgt Gott für die Ochsen, fragt er dann. Ja, und schmunzelt ein bisschen. Oder sagt er nicht alle Dinge um unsretwillen. Ja, es geht um den Menschen. Und wenn jemand den Pflug zieht, dann soll man dem auch Futter geben, damit er auch den Pflug ziehen kann. Ja. Das ist ganz, ganz normal. Ja? Und die Priester durften auch von dem, was im Tempel geopfert wurde, durften die auch leben. Ja? Das ist also eine ganz normale Sache. Und zu meiner Person, wenn ich das sagen darf, ich habe vor ganz vielen Jahren war ich eingeladen in der Gemeinde in Bonn. Das war meine erste Bibelstunde, die ich gehalten habe, auswärts, also außerhalb von unserer Gemeinde in Aachen. Und die haben mir 100 D-Mark gegeben gegen Quittung für Sprit und für den Aufwand. Und die habe ich in Klingelbeutel getan. Ja, das war also so der Anbruch, sage ich mal. Ne? Und den Rest dann habe ich für mich und für meine Familie verwendet. Ja, gut. Ohne dass man sich verkrampft dabei. Ja? Und musste ich auch ein bisschen lernen. Aber ich habe gesagt, ich war ganz erstaunt. Ich bin also mit meinem alten Auto schon da wieder nach Aachen gefahren und habe gesagt, du hast Geld gekriegt fürs Evangelium. Das passt ja gar nicht zusammen eigentlich. Ja? Das war mir so ein bisschen suspekt. Ich war das nicht gewohnt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist jetzt das erste Geld, weil du das Evangelium kriegst und du kannst ja nicht ausschließen, dass dir nochmal jemand Spritgeld gibt, ja. Aber das erste, was ich hier bekomme, das tue ich in Klingelbeutel, ja. Und guten Gewissens nehme ich den Rest, ja. Dann sind wir ganz entspannt.
Let's talk about money, sagte eine Frau, letztens Geschäftsfrau, ja. Die hat auch so ein bisschen Anlauf gebraucht, weil manchmal muss man über Geld reden, ja. Und dann ist auch wieder gut, dann redet man nicht mehr über Geld, ja. Geld ist auch eine große Gefahr im Reich Gottes, ja, das kommt dazu, ja. Okay, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, ohne aufhören. Da ermutigt Paulus und sagt, sät und sät nicht knapp, sät nicht knausrig, sät mit vollen Händen. Ja? Genauso auch bei der Bekehrung. Da ist es so, dass die Bibel sagt, legt einen festen Grund, macht eure Berufung und Erwählung fest. Ja, wenn ihr zum Glauben findet, dann schmeißt manche Sachen vielleicht raus. Also wir haben im Hauskreis einige Geschwister oder Schwestern, die sind zum Glauben gekommen und die haben halt so Totenköpfe zu Hause gehabt und irgendwelche Räucherstäbchen und Schallplatten von irgendwelchen Esoterik-Sachen und irgendwelche Buddha-Gesichter oder schamanisches Zeugs, ja, und die waren da zum Teil ziemlich tief drin und das war teuer auch alles. Und die eine Schwester, die hat also gesagt, sie hat sicher für einige tausend Euro Sachen weggeworfen. Aber sie sagt, das muss raus aus dem Haus. Es hat erst im Keller gestanden und hat es weggeschmissen. Und ich habe auch mal meine ganzen Schallplatten, als ich gläubig geworden bin, war ich so ein bisschen bilderstürmerisch. Habe mein Regal da leergeräumt von irgendwelcher zweifelhaften Literatur und habe meine ganzen Schallplatten genommen und habe die wegwerfen wollen und wusste aber nicht, wohin damit. Und da habe ich die in Aachen auf so einen Baucontainer geworfen, sonntagabends. Wie die montagmorgens da geguckt haben, ja, wie da Pink Floyd und AC/DC da vorhin und neu, ja. Aber ich habe gesagt, das ist gut, man legt eine gute Basis für den Glauben, ja. Und selbst wenn man vielleicht ein bisschen zu streng ist dann auch, da soll ja was drauf aufgebaut werden. Und wenn das Fundament gut sitzt und liegt, dann passt der Rest dann auch, ja. Ich habe mich damals von meiner Freundin auch getrennt. Ja, ich habe gesagt, das ist notwendig jetzt. Und ich habe ja auch gesagt, ich bin zum Glauben gekommen an Jesus. Und wenn das mit Jesus nichts ist, dann kann ich nachher immer noch so weiterleben wie jetzt. Aber die Chance, die ich jetzt habe, die muss ich nutzen. Das ist die einzige, die ich habe im Leben. Ja. Bitte? Wegen den Klamotten? Ja, stimmt. Ja. Auch, ja. Ja. Okay. Paulus sagt dann auch, dass wir Gutes tun an jedermann, ja, allermeist aber an des Glaubensgenossen, also an denen, die mit uns auf dem Weg sind. Und eigentlich schreibt er also aus so einem Apostelherz und sagt, wenn Christus in euch ist, dann ist das der Spirit, der in euch ist, die Grundhaltung, die Einstellung, die ihr habt, ja. Gutes zu tun an jedermann, aber die an den allermeist aber an denen, die auch mitgenossen sind am Glauben, ja. Und schaut mal, wie vielen Worten habe ich euch geschrieben mit eigener Hand. Jetzt seht ihr mal, ich habe mir so viel Mühe gemacht mit euch den langen Brief zu schreiben, 6 Kapitel lang, ja. Ihr liegt mir am Herzen, sagt er. Ihr seid mir was wert. Ich versuche, um euch zu werben. Ich zeige euch Abraham und die 2 Bündnisse. Ich zeige euch das Gesetz des Geistes. Ich zeige euch, dass ihr, wenn ihr so weitermacht, ihr euch gegenseitig umbringen werdet in eurem Glauben. Ich rufe euch zum Leben in Christus. Ich rufe euch weg vom Gesetz. Der ganze Brief schreibt davon. Und zwar nicht nur von Paulus, sondern alle Brüder mit mir, sagt er. Ja? Und er wirbt um die und sagt, jetzt guckt mal, ihr liegt mir am Herzen. Seht, mit wie vielen Worten habe ich euch geschrieben. Mit eigener Hand. Der hat das nicht diktiert. Ja? Sondern der hat das selber geschrieben. Die sich wollen angenehm machen nach dem Fleisch, also die sich bei euch einschmeicheln wollen, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht mit dem Kreuz Christi verfolgt werden. Das haben wir gestern schon mal gehabt, die Schmach Christi, ja, das Kreuz Christi. Da ist sich der Paulus unbedingt bewusst, dass das passieren kann. Ja? Da ist er auch nüchtern genug. Das ist das Kreuz Christi, mit dem sie verfolgt werden, wenn sie nicht mehr zur Beschneidung aufrufen. Aber er sagt zu den Galatern, denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht. Ja? Sie halten das Gesetz selber nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, auf dass sie sich von eurem Fleisch rühmen mögen. Da geht es wieder um Angeberei. Ja? Ich komme gerade aus Antiochien, ich habe da 150 Unbeschnittene beschnitten.
Ja, dann sind die nach Jerusalem rauf und haben sich da ihre Aluminiumplakette abgeholt. Ja? Wie so, ja, Vertriebserfolg. Und Paulus sagt, die sich beschneiden lassen und euch auch zwingen, sich beschneiden zu lassen, halten das Gesetz selber auch nicht. Und das müssten sie ja eigentlich. Und da hat sich dann, das passiert in christlichen Gemeinden auch, da hat sich so ein Verhaltenskodex irgendwie eingeschliffen. Ja? Und da geht es darum, sich angenehm zu machen. Da geht es nicht mehr um die Wahrheit. Ja? Die sich angenehm machen wollen, die machen bei diesem großen Spiel, machen die mit. Bei diesem großen Spiel, was Gemeinde heißt. Dass die Gemeinde Jesu zu einer Firma verkommen ist. Zu einem großen Eventveranstalter. Ja? Also Freizeit-Event-Veranstalter. Sonntagmorgens Impulsvorträge mit viel Musik und einem tollen Bühnenbild. Und dann so einen kurzen Impulsvortrag. Ja gut, man muss ja schon mal über Jesus reden, aber der Rest geht dann auch. Ja? Und dann gibt es halt Skifreizeiten und Batikkurs und Häkelkurs und ja, und man versucht, die Leute einzubinden und die Tausendermarke zu knacken. Das ist eine Firma geworden. Ja? Das ist nicht mehr Gemeinde Jesu. Die haben, zerstreut euch in der Menge eurer Wege, steht in Jesaja. Ja? Die sind nicht mehr auf den Herrn Jesus fixiert, sondern darauf fixiert, dass die Maschine läuft. Ja, dass die Umsätze gemacht werden, dass die Klingelbeutel, da, die zählen auch morgens die Gottesdienstbesucher. Die haben eine Statistik über das Jahr. Wann kommen wie viele Gottesdienstbesucher? Kommen wir über die Schwelle, wo wir anbauen müssen? Wie viel investieren? Da geht es nur noch um solche Sachen. Und das ist schade, ja. Ich habe das selber auch erlebt, dass diese organisatorischen Sachen in der Gemeindeleitung dann schon mal in den Vordergrund kommen können. Und das Evangelium da zurückgeht hinter. Aber das soll nicht so sein, ja. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Es ist Christenarbeit, die Heiden zu missionieren, aber eine Heidenarbeit, die Christen zu missionieren. Ja, ja, das ist so. Ja? Wir leben in einer ausgehenden Christenheit. Ja? Die Christenheit, die geht nieder, die geht ihrem Ende zu. Ja? Und das merkt man halt dann auch. Mir tut das weh, ich will da auch nicht jetzt mit dem Finger drauf zeigen, aber das ist halt eine Entwicklung, die man da hat. Ja? Und da hängen Gehälter dran und dann musst du jeden Monat 30, 40, 50.000 Euro Gehalt auszahlen. Ja gut, dafür brauchst du auch Spender und zwar regelmäßige Spender. Und da musst du halt über das Geld predigen und hier über den Vers hier oben da, ja, die da unterwiesen werden, die müssen auch, ja und so weiter. Ja, und dann wird er zu einer Maschine. Und das ist schade, ja. Okay, ja, jetzt kommt noch ein toller Vers hier. Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi. Der Paulus hat noch einen Fokus, ja, der wusste genau, wo er hin wollte. Er rühmt sich nämlich dieses Kreuzes, wo andere ihn mitverfolgen, ja. Und der ist da sehr trotzig im Glauben. Ja, der sagt, die euch beschneiden lassen wollen, die wollen nicht mit dem Kreuz Christi verfolgt werden. Aber ich rühme mich von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi und zwar allein. Und keine Beschneidung mehr. Christus ist genug. Der Glaube an ihn ist genug. Mehr braucht ihr nicht. Ja? Das ist alles. Ja? Er rühmt sich also des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ich bin der Welt nicht mehr verpflichtet. Ich bin der Welt nicht mehr schuldig im Prinzip. Ja? Er ist der Welt gestorben durch Christi Kreuz. Und er ist nur noch einem einzigen verpflichtet. Nur noch dem auferstandenen Jesus Christus. Ja? Und das hat der Paulus sein Leben lang nicht vergessen. Ja, der hat diesen Fokus dabei behalten. Und ihr spürt das auch, wenn ihr Epheser aufschlagt, gerade so die ersten Kapitel, dann seht ihr da, wie der Paulus alles, was er predigt, an Jesus bindet. Er sagt, dass wir gesegnet sind mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Und kein Punkt, sondern durch Christum. Ja? Das ist Vers 3. Vers 4, wie er uns denn auserwählt hat. Wir sind nicht auserwählt, er hat uns auserwählt. Er vergisst Jesus nicht. Ja? Er schreibt von dem Reichtum, den die Christen haben, aber er vergisst Jesus nicht dabei. Und allen Reichtum, den wir haben, bindet er immer an Christus. Ja? Wie er uns denn auserwählt hat durch denselben, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm. Und in der Liebe hat er uns verordnet zur Kindschaft gegen sich selbst durch Jesum Christum. Durch Jesum ist das passiert. Ja? Und dann geht es weiter nach dem Wohlgefallen seines Willens, zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht, in dem geliebten Herrn Jesus Christus. Also wir sind angenehm gemacht vor Gott in dem Geliebten.
Merkt ihr das? Das sind sieben Eigenschaften, die der Paulus hier aufzählt am Epheserbrief. Also er spricht auserwählt, verordnet, angenehm gemacht, die Erlösung haben wir in ihm. Vers 9, er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Vers 11, wir sind zum Erbteil gekommen. Vers 13, wir sind versiegelt worden. Und alle diese Dinge bindet er immer an Jesus. Der hat Jesus nicht vergessen. Ja? Und das kann man sich kaum vorstellen, das passiert heute in den Predigten, dass man Jesus vergisst. Ja, dass man sich auf sich selber besinnt. Und der Paulus sagt im Römerbrief, ihr Tisch werde ihnen zum Fallstrick und zur Berückung. Weil ihr Tisch ist nicht mehr der Tisch Christi, sondern es ist ihr eigener Tisch, wo sie selber dran sitzen und sich selber genug sind. Und weil sie sich selber, weil die Christen sich selber genug sind, wird ihnen dieser Tisch, der eigene Tisch zum Fallstrick und zur Berückung. Paulus, Römerbrief. Paulus hatte immer Jesus im Fokus. Und deswegen finde ich das so schön hier im Epheserbrief, wenn er die Reichtümer der himmlischen Güter aufzählt, bindet er die immer an Jesus, weil er sagt, ohne Jesus hätten wir das alles nicht. Und dieses Hängen an Jesus, dieses Hängen an Christus, das ist etwas, was den Paulus unbedingt auszeichnet. Und jede evangelische Predigt auszeichnen muss. Ja? Der Wilhelm Busch hat mal eine Predigt gehalten in der Kirchengemeinde und über die Wüstenwanderung. Und alle, sagt er, waren sehr berührt davon. Seine eigene Mutter ist nach der Predigt zu ihm gekommen und hat ihm unter Tränen gedankt. Ja? Der Wilhelm steht also an der Kirchentür, verabschiedet die alle und sagt, als letzter kommt ein alter Bruder, gibt ihm die Hand, guckt ihn an und sagt, Wilhelm, das war nix. Und der Wilhelm sagt, warum? Da fehlte Christus. Das heißt, der Wilhelm Busch hat über die Beschwerlichkeiten bei der Wüstenwanderung gesprochen und wie man doch auch Probleme mit dem hat, der vor einem ist und der hinter einem ist, ja, und dann tappt man dem auf die Zeltplane und der andere schubst, ja, und die schwierigen Stationen und der Durst auf der Wüstenwanderung und all die Dinge. Aber der hat Jesus vergessen. Das war eine Predigt für die Seele, aber nicht für den Geist. Und der alte Bruder, der hat das gemerkt, ja, der hatte Sehnsucht, der wollte von Jesus hören. Und er hat sich getraut, dem Theologen, dem Herrn Pfarrer, den zu korrigieren. Das war nichts, Wilhelm. Ja? Hammer. Ja? Und wisst ihr, was der Wilhelm Busch gemacht hat? Der hat sich nicht geärgert. Der hat gesagt, das habe ich mir mein Leben lang gemerkt. Dass Jesus nicht fehlen darf. Ja? Toll. Also ja, und diese Bruderschaft, das ist doch was Feines, ja, das ist ja nicht schlimm, dass der in das, der hat sein Leben lang daran gedacht. Und dann hat er gesagt, war ich beim Zirkus Krone und habe da predigen sollen, da waren Menschen aus aller Herren Länder, aus Spanischsprachiger, Englischsprachiger, Französischsprachiger, Italiener und von allen Sachen. Und er sagte, wie soll ich denn da predigen, die verstehen ja gar nichts. Da habe ich immer von Jesus gesprochen, das haben alle verstanden. Ja. Ja? Und das ist auch beim Paulus. Ja, der hat Jesus nicht vergessen. Und wir sollen auch Jesus nicht vergessen, ja? Okay, also, es sei aber fern, bin ich ja richtig, ja, doch, ja, gekreuzigt. Denn in Christus Jesus gilt weder beschneiden noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Ah, wir sollen etwas sein. Eine neue Schöpfung, ja? Wir sollen nicht uns beschneiden lassen, ja, wie sie hier oben gezwungen werden, sondern die neue Schöpfung in Christus, die gilt, ja? Eine neue Schöpfung, die neue Kreatur. Nicht mehr die Beschneidung. Nicht mehr die Hostie. Nicht mehr das Wallfahren. Nicht mehr Fasten. Ja? Nicht mehr Papsttum, sondern in die neue Kreatur in Christus. Nicht mehr Religion, sondern Neuschöpfung, ja? Und wenn ihr dann sehend werdet, weil ihr Jesus gefunden habt, dann fliegt ihr raus. Dann seid ihr Fremdkörper dort, wo ihr seid. Weil die sagen, was ist mit dir los? Du immer mit deiner Sünde. Ich weiß keine, was du hast. Ja? Das heißt, die Menschen, die nur Religion haben, die können euch dann nicht mehr verstehen. Das ist Johannes 9, der Blindgeborene, der wird sehend und dann fliegt er raus. Und dann findet er aber Jesus. Ja, der ist aber sehend geworden. Das ist das, was die Welt draußen hier, diese alternativen Medien gerade für sich beansprucht. Wir werden, die Schafe werden sehend. Ja? Das ist was Religiöses, was da draußen passiert. Das ist etwas, das ist kulturelle Aneignung. Das gehört eigentlich nur uns.
die wir wiedergeboren sind. Ja? Wir sind wach geworden für Christus. Wir haben Christus gesehen. Und dieses Wachgewordensein, dieses sehend geworden sein für Christus, das ist etwas, was die Welt sich jetzt für sich in Anspruch nimmt. Ja? Aber das passiert im Glauben. Und die Christen werden sagen, was ist denn mit dir los? Ja? Du bist nicht mehr zufrieden mit unserer Predigt? Wieso ist doch alles richtig? Mein Schwiegervater sagt nach dem Gottesdienst vor vielen Jahren auf dem Heimweg zu mir, naja gut, also ich habe so ein bisschen rumgekrittelt, dann sagt er, ja gut, aber es war jetzt ja nichts falsch. Ja, sei stimmt, aber es war nicht lebendig. Wir unterscheiden ja nicht, ob etwas falsch ist oder richtig, wir unterscheiden, ob diese Predigt lebendig war oder tot. Ja? Warum? Weil wir lebendig geworden sind. Wir sind ja wiedergeboren. Wir hören ja, ob der Geist Gottes darin ist, ob das lebt oder ob das nur Buchstabe war. Ja? Das ist der Unterschied dabei. Paulus sagt, es gilt nicht, du kannst beschnitten sein oder unbeschnitten sein, das spielt keine Rolle. Am Leib, vielleicht an der Seele, ja? Das spielt keine, ist alles vorbei. Es gilt eine neue Kreatur in Christus. Und wenn ihr unseren Herrn Jesus Christus gefunden habt, ja, dann habt ihr Hunger nach einer anderen Form der Verkündigung. Dann macht die normale Religion macht nicht mehr satt. Wir suchen dann mehr. Ja, wir brauchen etwas anderes. Und vielleicht kann ich das schließen mit einer kleinen Anekdote. Also stellt euch vor, die erzähle ich immer gerne, stellt euch vor, der Bauer hat abends zum Abendessen seine Kinder am Tisch sitzen. Und auch Ochs und Esel sitzen, ist eine Parabel, ja? Ochs und Esel sitzen auch mit am Tisch. Und die essen alle zu Abend. Und dann sagt der Esel plötzlich, du Bauer, ich schleppe immer die Säcke in die Stadt. Aber deine Kinder, die arbeiten nichts. Die müssen auch was arbeiten. Ja? Und dann sagt der Ochse, ja, und ich ziehe immer den schweren Pflug. Und außerdem fressen wir Gras und die Marmeladebrot. Das ist nicht in Ordnung. Ja? Wir wollen, dass die auch arbeiten. Wer nicht arbeitet, soll auch nichts essen. Und die Kinder sagen, boah, wir können kein Gras essen. Wir können das gar nicht mal verdauen. Wir brauchen Marmeladebrote und Milch, sonst können wir nicht wachsen. Ja? Also und den Pflug, wenn wir den Pflug eine Furche durch den Acker ziehen, dann da sterben wir dran. Wir sind nicht da zum Arbeiten. Ja? Wir können das nicht. Und da kriegen die ein schlechtes Gewissen. Dann sagen die, ja stimmt schon, ihr arbeitet schon und wir sind alle Nutznießer von euch, aber wir könnten das. Und dann kriegen die Gotteskinder plötzlich ein schlechtes Gewissen in der Gemeinde, weil die in der Gemeinde sind ja lauter Esel. Entschuldigung, es sind ja lauter Leute, die arbeiten, ja? Du musst ja auch ein Mitarbeiter sein, ja? Ihr versteht, wie ich das meine, ja? Und der Bauer, der sagt dann zum Schluss, ja, wisst ihr, ihr Esel und ihr Pferde und ihr Ochsen, ihr seid hier auf dem Bauernhof, um zu arbeiten. Und das hier sind meine Kinder. Und wenn die groß sind, gehört denen der ganze Hof. Und ihr gehört denen auch. Das sind Erben, die gehören zu mir. Ja? Und das habe ich so festgesetzt und so soll das auch sein. Und so ähnlich ist das im Glauben auch mit Gott, ja? Und wenn wir in dieses Kindschaftsverhältnis reingefunden haben und uns da zu Hause gefühlt haben und einfach Gott kennengelernt haben und Jesu Art kennengelernt haben, dann mag es sein, dass Gott uns auch mal eine Last auflegt, aber das ist dann kein Krampf, sondern Kampf. Ja? Und dann gehen wir in der Kraft Gottes auch manchmal Wege, die vielleicht anstrengend und schwierig sind, aber wir gehen die im vollen Bewusstsein dessen, dass wir das tun sollen und dass wir beauftragt sind dafür und dass Gott auch die Kraft dafür gibt. Ja? Ich sage also nicht, dass das Evangelium etwas Passives wäre oder der Glaube etwas Passives und wir nicht auch kämpfen dürften für den Glauben. Ja? Aber dieser Kampf muss aus diesem Frieden und aus der Ruhe kommen, wie der David, der bei den Schafen lagert und Psalmen dichtet. Ja? Und dann stark genug ist, auch gegen Esel zu kämpfen. Ja? Nee, der stark genug ist, auch gegen Löwe und Bär auch zu kämpfen. Ja? Ein Bild des Friedens, der Wonne, der Freundschaft und der Kraft. Das ist das, worum es geht. Und nicht der Saul, der den Eseln hinterherläuft, ja, und keine Lust mehr hat und Burnout und müde wird. Ja. Und ich erlaube mir zum Teil auch zu sagen, ich mache heute nichts. Ich erlaube mir auch zur Zeit zu sagen, ich mache an Gemeindearbeit nichts. Und wir haben schon mal Leute, die sagen, habt ihr Zeit auf einen Kaffee? Und dann sage ich, ja, könnt gern kommen. Wir machen in der Gemeinde gar nichts. Wir sind faul. Aber ich habe Zeit für Menschen. Und soll ich euch was sagen? Ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei. Ja? Es gibt Zeiten, wo wir einfach sagen, ich mache einfach nichts. Der Paulus ist schon mal, wenn die auf Missionsreise gewesen sind, dann sind seine Freunde mit dem Schiff gefahren und der Paulus ist über Land gelaufen, alleine. Damit er mal einen Kopf frei hatte. Ja, der hat mal nichts gemacht.
Ja, und wenn man dann lang genug nichts gemacht hat und mal vielleicht mal wieder Zeit hat, in der Bibel zu lesen und mit Jesus ins Reine zu kommen und sich geistlich aufzutanken, dann bindet man sich auch wieder irgendwo ein und geht auch wieder den Weg mit. Ja? Und diese Ausgewogenheit im Glauben, die dürfen wir haben, diese Freiheit dürfen wir haben. Ja? Und wir haben da gar kein schlechtes Gewissen bei. Ja? Und wenn Ochs und Esel noch so viele Säcke schleppen, lasst sie schleppen. Wenn Gott Gnade schenkt, werden sie müde und brechen zusammen und kommen auch zu uns. Ja? Das ist ja ein Segen, wenn das passiert. Ja? Und dann bringen wir die zurecht halt mit, wie sagt der Paulus, mit dem sanftmütigen Geist. Ja? Liebe Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt würde, weil er zu viel geeselt hat, ja? Dann bringt er ihn wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ja? Ja? Und das, da entsteht Geschwisterschaft. Und in dem Geist leben wir unseren Glauben. Ja? Schön, wir werden noch still und beten. Ja? Jesus, wir danken dir für diese Freiheit, die du uns gibst und diese Authentizität im Glauben und diese Wahrheit im Glauben und dass wir ein neues Wesen bekommen, einen neuen Charakter bekommen, dass wir lernen dürfen, erwachsen zu werden und unser Leben auch zu leben in der Bindung an dich und einfach fröhliche Leute sein dürfen, auch in so einer irrsinnigen Welt wie die, die wir draußen sehen. Wir bitten dich, dass du uns diesen Geist und diesen Mut auch bewahren möchtest und einfach auch segnest und auch völliger werden lässt in uns, dass wir dich einfach erkennen und die Fröhlichkeit, die sein darf in der Gemeinschaft, mit dir auf dem Weg zu sein. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns ansiehst, dass jeder Einzelne, so wie er ist, vor dich treten darf und angenommen ist und geliebt ist und dass wir in dieser Freude, die unsere Stärke ist, auch unser Leben leben können und auch Hoffnung sein können für die, die um uns herum sind. Und wir bitten dich auch, dass du mit uns gehst, wenn wir jetzt wieder nach Hause fahren, dass du jeden von uns auch gut wieder nach Heim bringst und auch segnest dort, wo er ist, in der Arbeit, in der Schule, im Beruf, in der Ehe, da, wo du jeden von uns hingestellt hast. Sei du einfach dabei und geh du mit uns und lass uns einfach immer wieder neu auch uns bewusst sein darüber, dass wir angekommen sind, dass alles gut geworden ist auf Golgatha und wartet darauf, offenbart zu werden. Danke für die Zeit hier, für die Versorgung nach außen und nach innen und dafür, dass du kommst. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen.